Heute ist Ostern. Und weil es Ostern ist, wird es heute um den Auferstandenen, um Maria am Grab und das ewige Leben gehen. Ja, weil ich euch aber nicht mit altbekannten Geschichten langweilen möchte, wird es heute weniger über den auferstandenen Jesus gehen, noch über sein leeres Grab, noch über Maria Magdalena oder Maria, Jesu Mutter, die an seinem Grab waren. Manche von euch denken schon vielleicht, worum es gehen könnte. Es geht um den auferstandenen Lazarus. Ja. Hintergrund der Geschichte ist, dass Jesus drei Freunde hatte, die in Bethanien gewohnt haben, in der Nähe von Jerusalem, Lazarus und seine Schwestern Maria und Martha. Und Lazarus war todkrank. Und die Schwestern holen Jesus her, beziehungsweise schicken, dass er kommen soll. Er lässt sich ein bisschen Zeit. Lazarus verstirbt in dieser Zeit und 4 Tage nach Lazarus' Tod kommt Jesus dann nach Bethanien. Und an dieser Stelle möchte ich in den Bibeltext einsteigen und ihn vorlesen. Ich lese aus Johannes 11, Vers 17. Als nun Jesus kam, fand er ihn schon 4 Tage in der Gruft liegen. Bethanien aber war nahe bei Jerusalem, etwa 15 Stadien weit. Und viele von den Juden waren zu Martha und Maria gekommen, um sie über ihren Bruder zu trösten. Martha nun, als sie hörte, dass Jesus komme, ging ihm entgegen. Maria aber saß im Haus. Da sprach Martha zu Jesus: Herr, wenn du hier gewesen wärest, so wäre mein Bruder nicht gestorben. Und jetzt weiß ich, dass, was du von Gott bitten magst, Gott dir geben wird. Jesus spricht zu ihr: Dein Bruder wird auferstehen. Martha spricht zu ihm: Ich weiß, dass er auferstehen wird in der Auferstehung am letzten Tag. Jesus sprach zu ihr: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Und wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er gestorben ist. Und jeder, der da lebt und an mich glaubt, wird nicht sterben in Ewigkeit. Glaubst du das? Daraufhin geht Jesus zum Grab und weckt Lazarus aus den Toten auf. Ein leeres Grab, ein Auferstandener, eine glückliche Maria, fertig ist die Ostergeschichte. Da stellt sich vielleicht dem einen oder anderen die Frage, warum ich den Anfang der Geschichte abgekürzt habe und das Ende und nur diesen einen Dialog zwischen Jesus und Martha vorgelesen habe. Ja, der Anfangsteil ist doch eigentlich auch sehr stark von den Aussagen, die da stehen. Ja, Jesus unterhält sich mit seinen Jüngern, dass sie jetzt nach Bethanien gehen und Thomas haut sowas raus wie: Lasst auch uns gehen, dass wir mit ihm sterben. Was wäre das für eine passende Überleitung zu einer Predigt, dass wir täglich unser Kreuz auf uns nehmen sollen und dass wir ja in Christus gestorben sind und in ihm auferstanden sind. Und dann würde die Predigt ungefähr diesen Titel haben, ja, die Realität des Auferstandenen im gestorbenen Ich. Ein tolles Predigtthema für Karfreitag und für Ostern. Alternativ hätte man auch ja, Anfang und Mitte abkürzen können und dann wirklich nur diesen Teil, wo Jesus Lazarus auferweckt, ja, wo er spricht: Lazarus, komm heraus. Und der Verstorbene kam heraus. Predigttitel für diese Predigt: Die Realität des Auferstandenen bei unserer eigenen Auferstehung. Aber ich habe ganz bewusst diesen starken Anfang und dieses starke Ende ausgelassen und mich nur auf diese starke Mitte zu konzentrieren. Den Dialog zwischen Martha und Jesus. Warum? Weil Martha einen Perspektivwechsel durchmacht, den wir auch alle durchmachen müssen. Da ist zum einen Teil die Martha, die an einen Vergangenheits-Jesus glaubt. Ja, sie sagt: Herr, wenn du hier gewesen wärst, so wäre mein Bruder nicht gestorben. Und ich glaube auch, wir Christen, ja, sind oft Christen, die an einen Vergangenheits-Jesus glauben. Ja, wir glauben daran, dass Jesus vor 2000 Jahren gelebt, gestorben und auferweckt ist. Wir glauben an all die tollen Wunder, die Jesu Geist in der Apostelgeschichte gewirkt hat. Und wir glauben an den Jesus, der die Himmel und Erde erschaffen hat und ja auch uns vor 20 Jahren, vor 2 Jahren, vor, keine Ahnung, 40 Jahren, vielleicht auch vor 2 Tagen zu ihm gezogen hat.
Wir glauben an diesen Jesus der Vergangenheit. Genauso wie Martha an das geglaubt hat, was Jesus in der Vergangenheit hätte machen können. Herr, wenn du hier gewesen wärst. Doch dann geschieht ein Perspektivwechsel. Jesus sagt zu Martha, dein Bruder wird auferstehen. Und Martha antwortet, ich weiß, dass er auferstehen wird in der Auferstehung am letzten Tag. Marthas Jesusbild wandelt sich von einem Vergangenheits-Jesus in einen Zukunfts-Jesus. Sie weiß, dass Jesus Lazarus auferwecken wird, wenn er wiederkommt. Sie hat eine Ewigkeitshoffnung. Und vielleicht ging es dir letzte Woche bei meiner Predigt auch so, dass du auch eher so ein Vergangenheitschrist warst, der wusste, was Jesus für ihn am Kreuz getan hat und auch der in der Vergangenheit Jesus als seinen Herrn angenommen hat. Und vielleicht hast du letzte Woche meine Predigt gehört und hast auch einen Zukunfts-Jesus bekommen, weil du jetzt voller Vorfreude auf den Himmel bist. Für alle, die letzte Woche nicht bei meiner Predigt dabei waren, ich habe über Vorfreude auf den Himmel gepredigt. Hat im Prinzip zwei Punkte. Warum freuen wir uns nicht auf den Himmel? Erstens, weil wir nicht so viel über nachdenken. Zweitens, weil wir zu viel über Irdisches nachdenken. Und zweitens, wir dürfen uns sehr konkret und sehr persönlich auf den Himmel freuen, weil der Himmel doch irgendwie irdischer sein wird als irgendwie ein geistliches Altersheim oder ein Schlaraffenland oder irgendwie so eine Stadt aus Wolken oder so. Und deswegen dürfen wir konkrete Hoffnungen haben. Meine Hoffnung ist zum Beispiel, dass ich im Himmel endlich eine Beziehung zu Jesus führen werde, die nicht mehr gebremst von meiner eigenen Fehlerhaftigkeit ist. So, das waren 47 Minuten Predigt in einer Minute zusammengefasst. Warum geht es nicht immer so schnell? Und vielleicht hast du diese Predigt gehört und bist jetzt auch voller Vorfreude auf den Himmel. Ja, und du stellst dir all die tollen Sachen vor und fieberst richtig darauf hin, endlich in Jesu Arme zu fallen, endlich deinen toten Partner wieder sehen zu können, endlich mit Jesus Hand in Hand durch den Garten spazieren, den du zu seiner Ehre angelegt hast. Dann bist du wie Martha, die in ihrem irdischen Leid eine feste, konkrete und persönliche Hoffnung auf die Ewigkeit hast. Ihre Hoffnung war, endlich wieder ihren Bruder Lazarus zu treffen. Und natürlich ist Jesus ein Vergangenheits-Jesus. Und natürlich ist er auch ein Zukunfts-Jesus. Aber er ist nicht nur ein Vergangenheits- und Zukunfts-Jesus. Sonst wäre die Predigt jetzt zu Ende und Jesus hätte vielleicht damals zu Martha gesprochen, sowas wie, du hast recht gesprochen, Martha. Wenn ich einmal wiederkomme, werde ich Lazarus auferwecken. So geh nun hin, sei eine treue Magd und lass dich in deinem Leid von der Hoffnung der Auferstehung trösten. Nein, Jesus sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Jesus ist die Auferstehung. Er ist ein Gegenwarts-Jesus. Und genauso wie er damals als Mensch auf der Erde gewirkt hat und genauso wie er auch in der Zukunft als Erneuerer und wie der Hersteller dieser neuen Erde wirken wird, genauso möchte er auch heute in unserer Gegenwart wirken. Jesus ist ein Gegenwarts-Jesus. Er ist die Auferstehung und das Leben. Und in Johannes 10, Vers 10 lesen wir, dass Jesus auf die Erde gekommen ist, damit wir Leben haben und es im Überfluss haben. Und dieser Überfluss soll nicht nur erst in der Zukunft im Himmel stattfinden, sondern auch heute im Hier und Jetzt, in deiner Gegenwart, in deinem Alltag. Deswegen ist der Titel der heutigen Predigt auch die Realität des Auferstandenen in deinem Leben, im Hier und Jetzt, in deiner Gegenwart. Und deswegen habe ich eine Frage an euch mitgebracht. Die könnt ihr auch wieder über Slido beantworten, der QR-Code und der Link werden jetzt eingeblendet. Was bedeutet es für dich in deinem Alltag, dass Jesus auferstanden ist? Und wir werden am Ende der Predigt uns eure Antworten angucken, damit nicht nur ich heute stehe und sage, was der Auferstandene für mich in meiner Gegenwart bedeutet, sondern dass auch ihr als Gemeinde zusammenkommt und euch gegenseitig predigt, obwohl wir räumlich so weit
getrennt sind von Portugal bis nach Hennigsdorf. In der Ewigkeit im Reich Gottes zu leben, ist ein Geschenk. Ob du jetzt hier im Reich Gottes lebst, ist deine Entscheidung. Und lass es mich so formulieren. Das ewige Leben nach dem Tod ist ein Geschenk, das ewige Leben vor dem Tod ist eine Entscheidung. Natürlich sollen und dürfen wir uns auf die Ewigkeit im Himmel freuen. Aber Jesus nicht nur der Zukunft Jesus, sondern auch der Gegenwart Jesus. Wir sollen und dürfen uns auch auf die Ewigkeit hier auf Erden freuen. Denn ewiges Leben ist mehr als die Ewigkeit. Ewiges Leben beginnt im Moment unserer Neugeburt und endet niemals. Das heißt, wir, die wir Christen sind, leben schon heute im ewigen Leben. Und dieses Leben soll ein Leben von Überfluss sein, wie wir in Johannes 10, Vers 10 gelesen haben. Aber wie leben wir dieses ewige Leben im Hier und Jetzt? Und deswegen habe ich die letzte Predigt gehalten, weil die Freude und die Hoffnung auf den Himmel dieses ewige Leben im Hier und Jetzt in uns entfacht. Ich habe euch heute etwas mitgebracht. Dieses Seil. Ja, ist ein bisschen chaotisch, aber mein Leben ist auch ein bisschen chaotisch, denn dieses Seil ist mein Leben, mein ewiges Leben. Und ich kann euch erzählen, wenn ich es hier ein bisschen enthellert habe, ja, der Himmel wird nicht so verknotet sein. Das ist mein ewiges Leben und an genau diesen Punkt werde ich gerade mit wahrscheinlich etlichen Millionen und Milliarden anderen Christen Gott anbeten im Himmel. Und an diesem Punkt werde ich gerade anfangen, meine Hobbithöhle aus meiner letzten Predigt zu bauen. Hier werde ich meine Großeltern treffen. Hier werde ich mir von meinem guten Freund Kilian, der schon im Himmel ist, die schönsten Fotoshoot-Locations im Himmel zeigen lassen. Und genau an diesem Punkt, an dieser Grenze zwischen Kleber- und Nicht-Klebeband, werde ich Jesus in die Arme fallen, wenn ihr euch an das Bild aus der letzten Predigt erinnern könnt. Und genau hier, ja, da halte ich gerade einen zweiten Teil über das Thema Ewigkeit. Dieser Punkt ist heute, dieses kleine Stummelchen mit Klebeband ist mein irdisches Leben und der Rest ist mein ewiges Leben im Himmel. Und ich habe euch dieses Seil mitgebracht, damit ihr aus der richtigen Perspektive lebt. Denn wie oft dreht sich unser Denken und unser Sein nur um diesen einen kleinen Stummel? Ja, dabei ist das Eigentliche doch das hier hinten. Ja, wie oft stehen wir vielleicht gerade hier und denken zurück, oh, war das toll, ja, erinnert ihr euch das letzte Mal, oh, früher war alles besser. Oder wie oft stehen wir hier und denken vielleicht in die Zukunft zurück, oh, ja, endlich wieder Urlaub, endlich wieder Sommer. Und wenn Corona vorbei ist, dann beginnt so richtig der Sommer für mich mit Freunden treffen und grillen und sonst was. Und das Problem ist, Leben ist wie Fahrradfahren. Wenn wir nicht auf das Ziel schauen, nach vorne, dann werden wir nicht ankommen, sondern zwischenzeitlich umfallen. Ja, ich weiß nicht, ob ihr euch erinnern könnt, wie ihr Fahrradfahren gelernt habt. Wenn man immer nur auf seine Füße schaut, fällt man um. Man muss nach vorne aufs Ziel schauen und dann kommt man voran. Und so ist das auch im geistlichen Leben. Wir müssen, ja, klar dürfen wir ab und zu auf diesen Stummel gucken, aber wir müssen die Ewigkeit im Blick haben. Und heute geht es darum, dass wir Fahrradfahren lernen. Ich habe euch ja viel letzte Woche über meine Vision der Ewigkeit erzählt, über meine Hoffnungen, über meine konkreten Vorstellungen. Aber dieses Wissen, ja, was ich habe, verändert allzu oft nicht mein Leben. Ja, wenn ich irgendwie abends die E-Mail bekomme von Andi, ja, heute 20:30 wieder beten, und ich denke mir so, oh, nee, ich habe keinen Bock auf beten, ich schaue lieber noch eine Folge Serie, dann verändert mein Wissen über die Ewigkeit nicht meine Gegenwart, weil ich nicht das Ziel, die Ewigkeit im Blick habe, sondern, ja, meinen Bock.
Es ist nicht Wissen, was unser Leben verändert, sondern Sehnsucht. Und die Frage ist, worauf sehnst du dich? Auf den nächsten Zentimeter vom Klebebandstummel oder sehnst du dich auf den Himmel? Du wirst nie dein Leben im Überfluss hier auf dieser Erde leben können, wenn du nicht das Leben im Überfluss auf der neuen Erde im Blick hast. Du wirst nie ewiges Leben, und das meine ich nicht so sehr zeitlich, sondern als qualitatives Merkmal, im Hier und Jetzt leben können, wenn du nicht das ewige Leben im Himmel anstrebst. Die Realität des Auferstandenen wird in deiner Gegenwart keine Rolle spielen, wenn sie nicht alles für deine Zukunft bedeutet. Ja, so wie bei Martha. Sie hat erst den Zukunft Jesus gebraucht, um dann an den Gegenwart Jesus glauben zu können. Und es gibt noch etwas anderes, fundamental Wichtiges für unsere Perspektive auf das ewige Leben. Wir müssen wissen, dass unser Leben hier auf der Erde nur geborgt ist. Wir sind tot, Christus lebt in uns und tote Menschen haben keine Rechte und keinen Besitz. Alle Zeit ist nur von Gott uns anvertraut. Und wenn Gott der Meinung ist, dass ja, bei mir 28 Jahre reichen würden, die er mir anvertrauen soll für diese Erde, na dann bin ich spätestens im Sommer tot. Und dann habe ich auch kein Recht, mich zu beschweren und sagen, oh Jesus, ich hätte noch so gerne länger auf der Erde gelebt, ich hätte noch gerne meine Töchter aufwachsen sehen. Und dann habt ihr auch kein Recht zu sagen, oh Jesus, wieso musste Philipp so früh gehen? Er war doch ja hier in der Gemeinde ein Prediger und wir werden jetzt nie wieder Predigten von ihm anhören. Ja, ihr habt kein Recht auf meine Predigten und ich habe kein Recht auf meine Zeit hier auf dieser Erde. Es ist geborgt, eine Leihgabe von Gott. Und natürlich, ja, genieße ich die Zeit mit meiner Töchter, mit meiner Frau und mit meinen Freunden und hier in dieser Gemeinde zu predigen. Aber ich weiß, diese Zeit gehört nicht mir. Was aber mir gehört, ist mein ewiges Leben in der Ewigkeit. Unser Leben hier auf der Erde ist nur anvertraut, ja, geliehen. Unser Leben im Himmel ist unser Besitz. Es sind unsere Schätze im Himmel, die wir sammeln können. Ja, wir sind Miterben Christi. Alles, was Jesus gehört, wird auch eines Tages uns gehören. Stellt euch vor, ihr wohnt zur Miete in einer richtigen Bruchbude. Es tropft durch die Decke, die Heizung funktioniert im Winter nur ungefähr jeden dritten Tag und ihr seid euch nicht sicher, ob in der Badezimmerwand mehr Schimmelpilze oder mehr Ratten wohnen. Aber es gibt Besserung. Ja, ihr habt ein bisschen was gespart, ihr habt euch einen Monat Urlaub genommen und wollt eure Bruchbude mal so richtig auf Hochglanz bringen, ja, an den schlimmsten Ecken ein bisschen sanieren. Und ihr habt auch schon mehrfach euch bei eurem Vermieter beschwert, aber der macht nichts und deswegen denkt ihr jetzt, so, ich nehme das in meine Hand, ich mache jetzt meine Wohnung wieder flott. Kurz vor dem Beginn eures Urlaubes kriegt ihr einen Brief, dass eure Großtante dritten Grades gestorben ist und ihr als alleiniger Erbe eine riesige, hochmoderne, topsanierte Stadtvilla in eurer absoluten Lieblingsstadt geerbt habt. Der Anwalt hat dir geschrieben, dass ja, du noch ein paar Monate warten musst, bis das ganze Rechtliche durch ist und du dann einziehen kannst. Was wirst du tun? Vier Dinge. Erstens, du wirst definitiv keinen einzigen Cent mehr in deine Bruchbude investieren. Die gehört ja gar nicht dir. Alles Geld, was du reinsteckst, ist verloren, weil die ja nicht dir gehört, sondern deinem Vermieter. Zweitens, du wirst wahrscheinlich sofort zu Google Maps rennen, um dir Bilder von deinem neuen Besitz anzuschauen. Ja, das ist das, was wir letztes Mal hatten, über die Ewigkeit nachdenken. Drittens, du wirst alles dir zur Verfügung stehende Geld und die Zeit, die du eigentlich für deine Sanierung deiner alten Wohnung benutzen wolltest, in die Organisation des Umzugs investieren. Und viertens, du wirst allen deinen Freunden von dieser tollen neuen Wohnung erzählen. Egal, ob sie an die Existenz deiner Großtante dritten Grades glauben oder nicht. Und so ist unser Leben hier auf Erden. Es ist geborgt. Wir wohnen nur zur Miete. Es ist nicht das Wahre,
Es ist nicht unseres. Aber wenn uns die Freude auf die neue Behausung erfüllt, wird die Bruchbude, in der wir wohnen, gar nicht mehr so schlimm sein. Wir werden nicht mehr unter den Ratten so sehr leiden, weil wir wissen, ja, in spätestens 70 Jahren werden wir in einer rattenlosen Wohnung wohnen. Die Realität des Auferstandenen wird nicht nur unsere Zukunft verändern, sondern auch unsere Gegenwart. Was werden wir tun, wenn diese Ewigkeitshoffnung nicht nur unsere Zukunft, sondern auch unsere Gegenwart prägen und verändern wird? Ich möchte mit euch heute drei Punkte beleuchten, die nur exemplarisch sind für ein ganzes Leben. Erstens unseren Umgang mit Geld, zweitens unseren Umgang mit Zeit und drittens unseren Umgang mit unserem Dienst. Jesus war kein Deutscher und deswegen hatte er auch kein Problem damit, über Geld zu predigen. Und ganz nach dem Motto, was würde Jesus tun, möchte ich es damit auch anfangen. Im Lukas-Evangelium lesen wir, oder gibt uns Jesus einen Leitfaden über unseren Umgang mit Finanzen. In Lukas 16, Vers 9, von Vers folgende steht, und ich sage euch, macht euch Freunde mit dem ungerechten Mammon, damit, wenn er zu Ende geht, man euch aufnehme in die ewigen Zelte. Wer am geringsten treu ist, ist auch in vielem treu. Und wer am geringsten ungerecht ist, ist auch in vielem ungerecht. Wenn ihr nun mit dem ungerechten Mammon nicht treu gewesen seid, wer wird euch das Wahrhaftige anvertrauen? Anhand dieses Textes werden wir uns jetzt vier Dinge anschauen, die Jesus übers Geld sagt. Also, was sagt Jesus übers Geld? Erstens, Geld ist ungerecht. Ja? Es gibt Menschen, die haben tendenziell mehr. Dazu zählt jede Person hier in dieser Gemeinde. Und es gibt Menschen, die haben tendenziell weniger. Einfach nur, weil sie nicht in Deutschland, sondern in irgendeinem ärmeren Land geboren sind. Und das ist ungerecht. Und wie jede Ungerechtigkeit wird auch diese Ungerechtigkeit einmal zu Ende sein. Ja? Macht euch Freunde mit dem ungerechten Mammon, damit, wenn ihr einmal zu Ende geht. Punkt, Punkt, Punkt. Zweitens. Das Ziel des Geldes, das Gott uns anvertraut hat, ist zu testen, wie treu wir damit umgehen. Wenn wir mit dem Geld, was uns Gott anvertraut hat, treu umgehen, werden wir im Himmel das Wahrhaftige erben. Wenn wir allerdings unser Geld nie in Gottes Reich investieren, sondern nur für die Befriedigung unserer eigenen Bedürfnisse verschwenden, dann werden wir im Himmel leerer ausgehen als so manch anderer. Drittens, egal wie reich du bist, alles Geld auf der Erde ist das Geringste im Vergleich zu den wahrhaftigen Schätzen, die wir erben werden im Himmel. Ja, denn sie sind das Wahrhaftige. Der ärmste Schlucker im Himmel ist reicher als der reichste Mann hier auf dieser Welt. Ja, ihr erinnert euch vielleicht daran, das Geld hier auf dieser Erde ist nicht unser Besitz, aber die himmlischen Schätze werden uns gehören. Wie kann uns diese Perspektive helfen? Du kannst bei allem, was du kaufst, jedes Mal, wenn du Geld ausgibst, dich fragen, brauche ich das wirklich? Ja? Oder ist das eher so Kategorie Kinobesuch, technischer Schnickschnack, die 20. Bluse und so weiter. Und du kannst dir eine Sache bewusst machen. Alles, was ich mir für dieses Geld kaufen kann, ist das Geringste im Vergleich zu dem, was ich im Himmel einmal besitzen werde. Und ich predige jetzt nicht, gönnt euch nie was. Ja? Ich selber habe 100 Brettspiele und 10 verschiedene Whiskys zu Hause. Ich predige aber, bevor du dir das 101. Brettspiel kaufst oder den 11. Whisky, überlege dir, kann ich nicht das Geld sinnvoller in das Reich Gottes investieren? Und vielleicht benutzt du deine Brettspiele auch und deine Whiskys, um Reich Gottes zu bauen, dann stelle ich das gar nicht in Frage. Ja, das kann nicht ich als Prediger sagen, das kann euch nur der Heilige Geist sagen, wenn ihr ihn bittet, euch zu zeigen, wie ihr mit eurem Geld umgehen sollt. Viertens, wie sieht also unser Umgang mit Geld praktisch aus? Was ist das Ziel des Ganzen? Wir sollen uns Freunde mit dem ungerechten Mammon machen, damit man uns aufnehme in die himmlischen Zelte. Ganz wichtig, hier geht es nicht darum,
dass wir uns das ewige Heil erkaufen. Es geht nicht darum, dass wir uns mit Geld irgendwie in den Himmel einkaufen können. Was Jesus hier schildert, ist ein Triumphzug. Es wird Christen geben, die ihr ganzes irdisches Leben mit der Befriedigung ihrer eigenen Bedürfnisse verbracht haben. Und nachdem sie von Jesus in den Armen in den Himmel aufgenommen worden sind, werden sie in dieses himmlische Zelt hereinlaufen und werden sich mucksmäuschenstill in der hintersten Ecke verstecken. Und es wird Christen geben, die werden dieses himmlische Zelt betreten und ein Applaus wird anfangen. Ja, ein Jubelsturm. Und irgendwelche Leute, die sie nie gekommen haben, werden ihnen auf den Rücken klopfen und ihnen die Hand reichen. Und irgendein schwarzer, großgewachsener Mann steht dann da in seiner Stammesbekleidung und sagt, oh, danke, dass du damals an diese Missionsgesellschaft gespendet hast. Dadurch sind mein ganzer Stamm und ich zum Glauben gekommen und 200 weitere schwarze Männer werden nickend hinter ihm stehen. Ja, oder vielleicht kommt deine Kollegin, die du seit 30 Jahren nicht mehr gesehen hast, auf dich zu und meint, oh, danke, dass du mir damals zu Weihnachten so ein riesiges Geschenk gemacht hast. Damit habe ich gar nicht gerechnet. Danke, dass du so großzügig immer warst mit dem Kuchen und den Süßigkeiten, die du mitgebracht hast. Dadurch habe ich gesehen, dass dein Glaube nicht nur irgendwie so eine Floskel und Phrase ist, sondern dass da wirklich was dahinter ist. Vielleicht wird jemand auf dich zukommen und sagen, danke, dass du so viel Geld und Zeit in ein schönes und gemütliches Zuhause investiert hast und so gastfreundlich warst. Dadurch habe ich Jesu Liebe in dir erkannt. Und hoffentlich wird auch mal jemand auf mich zukommen und sagen, Philipp, danke, dass du so viele Brettspiele gekauft hast. Ich fand es immer so cool, bei dir zu sein und Spiele zu spielen. Dadurch bin ich Jesus ein Stück weit näher gekommen. Das bedeutet es, sich Freunde mit dem ungerechten Mammon zu machen. Wisst ihr, wie das konkret in meinem Leben aussieht? Ich träume davon, einmal einen richtig langen Wanderurlaub im Kamtschatka zu machen. Da seht ihr ein Bild. Kamtschatka ist eine Halbinsel in Ostsibirien mit wunderschönen Landschaften. Ja, sieht zum Beispiel so aus oder so. Und vielleicht kommt in euch jetzt auch so ein bisschen Fernweh auf und denkt euch so, boah, cool, sieht das toll aus, ich möchte da auch Urlaub machen. Der Punkt ist, ich könnte mir diesen Urlaub leisten. Ich müsste nur ein halbes Jahr ein paar weniger Spiele und Whisky kaufen und dann hätte ich das Geld zusammen, um diesen Urlaub in Kamtschatka zu machen. Aber zu dem Zeitpunkt meines jetzigen, wo ich jetzt gerade stehe, möchte ich nicht so viel Geld und nicht so viel Zeit in diesen Urlaub investieren, wenn ich das Geld und die Zeit auch in das Reich Gottes stecken kann. Und ich möchte mich jetzt nicht öffentlich selbst kasteilen, oh, schaut her, wie fromm ich bin, auf was ich, großer Philipp, alles verzichte für meinen Herrn. Darum geht's mir nicht. Es ist für mich kein Verzicht, nicht in dieser Welt nach Kamtschatka zu fahren, weil ich weiß, dass ich im Himmel so viel Zeit habe, wie ich nur möchte, um im Himmel Urlaub zu machen. Und es ist für mich gar nicht schlimm, in den nächsten 70 Jahren nicht zu diesem Traumort von mir zu kommen. Denn wenn das Kamtschatka der gefallenen Schöpfung so schön ist, wie viel schöner wird das Kamtschatka der erneuerten Schöpfung? Das ist nicht der Unterschied zwischen SD und HD. Das ist der Unterschied zwischen Kartoffelstempel und 8K. Das wird so sein, wie wenn du dein ganzes Leben lang Nuskati gegessen hast und irgendwann kaufst du dir mal die richtige teure Nutella. Und dann wirst du dir denken, wie konnte ich mein ganzes Leben lang nur Geld für Nuskati ausgeben, wenn ich auch die ganze Zeit Nutella hätte haben können. Und so wird es mir im Himmel gehen, wenn ich auf dieser Welt Kamtschatka besuche und im Himmel auch Kamtschatka besuche. Dann werde ich mir denken, wie konnte ich nur in dieser vergänglichen Zeit meinen Traumurlaub besuchen, wenn das echte, wahre Nutella-Kamtschatka so viel besser ist. Und prinzipiell gilt alles, was ich über das Geld gesagt habe, auch über unsere Zeit. Ja, genauso wie wir mit dem ungerechten Mammon uns Freunde machen können, können wir auch mit der sehr gerecht verteilten, jeder hat gleich viel Zeit uns Freunde machen.
Es gibt aber für mein Gefühl her einen großen Unterschied. Wenn wir über Geld reden, ja, hat es immer diesen Beigeschmack von Verzicht und Vertröstung auf den Himmel. Und ja, wenn wir unser Geld in Gottes Reich investieren, haben wir auch schon hier und jetzt auf dieser Welt so ein gutes Gefühl dabei. Aber trotzdem überwiegt das Gefühl von Verzicht, zumindest manchmal. Wenn die Realität des Auferstandenen aber auch Auswirkungen auf unsere Zeit hat, dann werden wir nicht nur Verzicht, Vertröstung und Erfüllung, weil wir was Gutes gemacht haben, spüren. Wir werden vor allen Dingen eine Sache spüren. Keinen Stress. Denn dass wir Stress empfinden, liegt daran, dass die Ewigkeit keine Auswirkung auf unser Leben hat. Stress ist nämlich der Versuch, möglichst viele Dinge in eine möglichst kurze Zeit zu stecken. Klar, manchmal sind wir dazu gezwungen, ja, wenn irgendwie tatsächlich was Großes ansteht oder auf der Arbeit Probleme gibt oder so, dann müssen wir uns stressen, um was gebacken zu bekommen. Aber oft genug machen wir uns doch auch im Urlaub Stress, ja, weil wir irgendwie den Urlaub richtig auskosten wollen. Ich bin so aufgewachsen, dass man möglichst alles immer möglichst effektiv gestalten soll. Und deswegen habe ich mir auch mal probiert, ein Wochenende möglichst effektiv zu gestalten. Ja, ich habe lange Zeit meines Lebens in einer Fernbeziehung verbracht und habe natürlich dann probiert, die gemeinsame Zeit, die man an einem Ort hatte, möglichst effektiv zu gestalten. Und daraus kam dann das vermutlich stressreichste Date, was ich je in meinem Leben hatte. Wir waren als erstes guten Freunden brunchen. Und dann sind wir mit diesen Freunden in den Zoo gegangen. Weil wir an diesem Tag aber noch mehr vorhatten als nur Zoobesuch, haben wir uns nicht mal den ganzen Zoo angeguckt, sondern sind irgendwie nach der Hälfte der Runde rausgegangen und sind noch shoppen gegangen. Und danach waren wir noch in einem Restaurant zu Abendessen und ganz am Abend waren wir noch bei einem Konzert. Und ich kann mich noch erinnern, wie gefühlt hat es noch nie so lange gedauert, bis das Essen an einem Restaurant gekommen ist, wie an diesem Tag. Und ich saß in diesem Restaurant, habe alle 2 Minuten auf meine Uhr geguckt und habe gebetet, oh Gott, bitte schenk doch, dass das Essen rechtzeitig kommt, dass wir es zumindest noch so ein bisschen genießen können, bevor wir zum Konzert los müssen. Ja, das Essen kam dann auch irgendwann, das haben wir dann möglichst schnell gegessen, sind dann noch zum Bus gerannt, um zum Konzert zu kommen. Ich habe dann gebetet, oh Gott, bitte schenk doch, dass wir den Bus noch schaffen. Haben wir bekommen, wir waren vor Beginn des Konzertes da. Alles ist noch mehr oder weniger gut gelaufen, aber diesen sehr stressigen Tag hatte ich nur, weil ich versucht habe, möglichst viele Aktionen in eine möglichst geringe Zeit quetschen zu wollen. Wer aber an die Ewigkeit glaubt, lässt sich nicht stressen, weil er nicht das Bedürfnis hat, alles in 24 Stunden, 7 Tagen oder 70 Jahren unterbringen zu müssen. Wenn wir wissen, dass wir im Himmel nicht nur in den Zoo können, sondern die Tiere auch real life in der Wildnis beobachten können und Angst haben zu müssen, dass sie uns auffressen, müssen wir den Zoo nicht irgendwo zwischen Brunch und Shoppen unterbringen. Wer an die Ewigkeit glaubt, lässt sich nicht stressen, weil er nicht das Bedürfnis hat, alles in 24 Stunden oder 70 Jahren unterbringen zu müssen. Und genauso wie Zeit und Geld, kann die Ewigkeit auch unseren Umgang mit unseren Gaben bestimmen, mit unseren Beziehungen bestimmen. Aber die Ewigkeit soll auch unseren Umgang mit unserem Dienst in der Gemeinde bestimmen. Es gibt ein Leben als Christ ohne Zukunftshoffnung. Du kannst dich mit einer Mischung aus der Art und Weise, wie du groß geworden bist, aus Selbstopferung, Selbstaufopferung, Disziplin, Gruppendynamik und Angst vor einem richtenden Gott, dich zu einem sehr frommen Menschen manipulieren. Auch komplett ohne diese ewigen Verheißungen, die uns Jesus verspricht. Aber ich kann dir garantieren, dieses Leben wird von Frustration erfüllt sein, dieses Leben wird geprägt sein davon, dass du scheiterst geistlich und es wird ganz und gar nicht überfließend, freudig oder erfüllend sein. Wenn dein Leben aber von der Ewigkeit geprägt ist,
wenn du diese Himmelshoffnung in deinem Herzen trägst, wirst du ein ganz anderes Leben leben. Natürlich, von außen mag es doch recht ähnlich aussehen. Ja? Denn ich sag mal so, du kannst natürlich Geld spenden, weil du die Ewigkeitshoffnung hast. Oder du kannst Geld spenden, weil ich ja jede Woche vor der Bühne, auf der Bühne stehe und sage, ihr müsst Geld spenden. Ja? Du kannst Geld spenden, weil du dich auf den Himmel freust oder aus dem schlechten Gewissen. In beiden Fällen tust du das Gleiche, aber dein Herz ist ein ganz anderes. In dem einen Fall wirst du Frustration spüren, ja, dass du schon wieder was aufgeben musst für Gott. In dem anderen Fall wirst du Freude und Fülle empfinden. Habt ihr euch schon mal gefragt, warum Jesus sagt, dass sein Joch leicht sei? Und warum Johannes im ersten Johannesbrief schreibt, dass es leicht ist, Gottes Gebote zu halten? Diese Sätze stehen nicht in der Bibel, um dich zu frustrieren. Satan möchte diese Sätze benutzen, um dich zu frustrieren. Und dann kommt zum Beispiel, nachdem du mal wieder es nicht geschafft hast, Gottes Gebote zu halten, so ein Satz wie, ha, schon wieder gesündigt. Was bist du nur für ein toller Christ? Du schaffst es einfach nicht, Gottes Gebote zu halten. Dabei steht doch sogar in der Bibel, dass Gottes Gebote so leicht sind. Was bist du nur für eine Lusche? Ja, das möchte Satan zu dir sagen, wenn du sündigst. Wisst ihr, warum diese Sätze in der Bibel stehen? Nicht, um uns zu frustrieren, sondern damit du weißt, dass wenn du Gottes Gebote nicht als leicht empfindest, irgendetwas nicht stimmt in deinem Leben. Ich möchte es erklären. Ja, wir haben ja hier diese Tür von Karfreitag und die hat Andi für mich ein bisschen aufbereitet. Angenommen, ja, Andreas hat mir geschrieben, ich habe jetzt so eine Tür gebastelt und angenommen, er hätte gesagt, es ist sehr leicht, sie zu öffnen. Und ich würde jetzt zu dieser Tür hingehen, ja, und würde an ihr ziehen und zerren und alles würde wackeln, aber ich würde die Tür einfach nicht aufkriegen. Dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder hat Andi mich angelogen oder ich öffne die Tür falsch. Und vielleicht muss ich nicht ziehen und zerren, sondern vielleicht reicht ein einfaches Drücken, um diese Tür zu bewegen. Und vielleicht ist es genauso auch in unserem geistlichen Leben. Ja, wenn es heißt, meine Gebote sind nicht schwer und wir empfinden Gottes Gebote als schwer, dann lügt nicht Jesus, sondern wir leben unser Leben falsch. Denn der Christ ohne Ewigkeitsperspektive wird ziehen und zerren und die Tür wird sich nicht bewegen. Und der Christ mit Ewigkeitsperspektive, ja, wird Jesus die Tür drücken lassen. Und ich weiß aus meinem eigenen Leben, dass jedes Mal, wenn ich sündige, ich Gottes ewigen Verheißungen nicht glaube. Ich weiß, dass ich in diesem Moment nicht in der Ewigkeit, sondern im Hier und Jetzt lebe. Und jedes Mal, ja, wenn ich versuche, aus eigener Kraft diese Tür durch Ziehen zu öffnen, gelingt es mir nicht, weil ich sie aus schlechtem Gewissen oder Disziplin oder ja, meinem christlichen Anstandsverhältnis versuche zu öffnen. Aber ich gehe es fast falsch an. Wenn ich mich von der Ewigkeit prägen lasse, wird es leicht sein, diese Tür durch Jesus öffnen zu lassen. Ja, wenn wir wirklich glauben, dass es nichts Besseres gibt, als Zeit mit Jesus zu verbringen, werden wir ganz automatisch anfangen zu beten. Wenn wir wirklich glauben, dass es nichts Besseres für unsere Nachbarn und Freunde gibt, als ja, dass sie Jesus kennenlernen, dann werden wir ganz automatisch anfangen, von ihm zu erzählen, ohne irgendwie ja, Druck beten zu müssen, evangelisieren zu müssen oder sonst was. Und wenn ich wirklich glaube, dass jeder Cent, den ich spende, 30, 60 oder 100-fach erstattet wird, fällt es mir nicht schwer, hier auf dieser Welt zu verzichten. Ich habe gesagt, dass Wissen nicht unser Leben ändert, sondern Sehnsucht. Und wenn ich mich auf diesen Himmel sehne, dann wird es mein ganzes Leben im Hier und Jetzt verändern. Und ich möchte euch noch kurz eine Geschichte erzählen, wie sich meine Ewigkeitsperspektive fundamental auf meinen Dienst ausgewirkt hat. Ich bin mal für jemanden eingesprungen,
ja, das Foyer zu wischen. Und kam so die Anfrage, hey, hat jemand Zeit, hat jemand Lust, das Foyer zu wischen? Und niemand hat sich gemeldet. Und ich dachte mir, wenn ich es nicht mache, ja, bleibt an Petra hängen und die hat sowieso schon genug zu tun. Und das sage ich jetzt nicht, ja, hey, schaut mich an, ich bin so fromm, ich arbeite, damit Petra weniger Arbeit hat. Mein Inneres sah ganz anders aus. Ich bin hier hingefangen, habe das Foyer gewischt und in meinem Herzen war Bitterkeit und ja, Zorn über all die Leute, die nicht das Foyer gewischt haben, die sich nicht gemeldet haben. Ja, die hatten alle natürlich gute Gründe, es nicht zu tun, warum sie keine Zeit hatten, aber ich hatte doch die gleichen Gründe. Ja? Und ich, armes Würstchen, das schon so viel in der Gemeinde tut, das Jugend macht und predigt und Sola macht und, muss jetzt auch noch das Foyer wischen. Und mit Zorn und Bitterkeit in meinem Herzen habe ich hier in der Gemeinde sauber gemacht. Aber plötzlich hat Gott meine Perspektive geändert. Er hat gesagt, Philipp, du bist heute der Einzige, der heute dafür Schätze im Himmel sammelt, dass er das Foyer putzt. Und plötzlich, von einem Moment auf den anderen, war mein Herz froh, weil ich mich auf diese himmlischen Schätze freuen konnte. Ich konnte Buße tun über meine finsteren Gedanken, ja, über mein dunkles Herz, über meinen Zorn und voller Freude meinem Gott dienen. Und das ist der Unterschied zwischen Leben in der Irdischkeit und Leben in der Ewigkeit. Mit der Ewigkeit konnte ich selbst so etwas wie unter Zeitdruck das Foyer wischen, mit Freude tun. Und es war Fülle im Geist für mich. Und das Schöne ist, Gott hat mir gezeigt, dass dieses Foyer wischen eine Aufgabe war, ein Werk war, was er für mich vorbereitet hatte. Und dass all die anderen, die abgesagt haben, vielleicht andere Werke hatten, die Gott für sie vorbereitet hat, von denen ich gar nichts weiß. Und deswegen kann ich auch diese Geschichte erzählen, ohne auf irgendjemanden böse zu sein oder irgendwelche negativen Gefühle zu haben. Und ich kann mich daran freuen, dass ich diese Schätze im Himmel bekommen habe. So hat die Realität des Auferstandenen mein Leben verändert. Wisst ihr, wann ich mich am meisten auf den Himmel freue? Wenn es mir entweder richtig schlecht oder richtig gut geht. Es gab mal eine Zeit, da bestand mein Leben daraus, dass ich morgens aufgewacht bin, eine Dreiviertelstunde im Bett lag und zu dem Zeitpunkt, als meine Uni eigentlich begonnen hätte, beziehungsweise 5 Minuten zuvor oder so, aufgestanden bin und dann 20 Minuten zu spät zur Uni kam. Ich kam dann nach Hause, habe mich auf die Couch gelegt und darauf gewartet, bis der Tag vorbeigeht, um wieder ins Bett zu können. Und jeden Abend habe ich gebetet, Herr, komme bald, weil ich einfach die Lust am Leben verloren hatte. Ich hatte keine Lust, ja, dieses Leben weiterzuleben und habe mich gesehnt auf die Ewigkeit. Und das ist das, was Paulus in 2. Korinther 5, Vers 2 schreibt. Denn in dem irdischen Zelthaus freilich seufzen wir und sehnen uns danach, mit unserer Behausung aus dem Himmel überkleidet zu werden. Das ist Ewigkeitsperspektive. Aber die Realität des Auferstandenen hatte für mich in diesem damaligen Hier und Jetzt keine Bedeutung. Ich hatte so wie Martha nur einen Zukunfts-Jesus. Und in anderen Zeiten, wo ich mich sehr auf den Himmel freue, ist zum Beispiel Weihnachten. Ja, Weihnachten ist toll. Es gibt gutes Essen. Ja, mein Vorrat an Weihnachtssüßigkeiten ist noch nicht erschöpft. Passiert meistens erst im März. Meine Familie ist da, meine Freunde sind da, die ich sonst nicht oft sehe. Es gibt schöne Weihnachtstraditionen, ja, wir spielen Brettspiele. Es gibt Geschenke, ich liebe Geschenke. Und alles ist irgendwie toll. Und dann denke ich mir, so ist der Himmel bloß noch besser. Das Problem ist, auch diese Ewigkeitsperspektive ändert mein Hier und Jetzt im Alltag nicht. Weil Weihnachten Ausnahmezustand ist. Ja, irgendwann ist Weihnachten vorbei und ich bin wieder in meinem normalen Alltag drin. Deswegen möchte ich mich selbst und euch ermutigen, ja, diese Sehnsucht aus den schlechten und aus den guten Tagen zu nehmen, damit sie euer Herz ansteckt. Ja, das Nachdenken über die Ewigkeit in guten, schlechten und in normalen Tagen, dass es zu einer großen Vorfreude und Sehnsucht in unserem Herzen führt, die auch unseren Alltag in der Gegenwart verändert. Ich möchte euch ermutigen, darüber nachzudenken, dass Jesus nicht nur ein Gott der Zukunft
und Vergangenheit ist, sondern auch der Gegenwart. Und dass das eine Erwartungshaltung in uns auslöst, ja, mit Gottes Handeln in der Gegenwart zu rechnen. Dass er uns nicht nur auf die Ewigkeit vertröstet, sondern dass er auch uns, unseren persönlichen Lazarus in deinem Herzen wieder auferweckt. Und das wünsche ich mir, dass Ostern für uns zu einem Fest wird, wo wir nicht feiern, dass Jesus vor 2000 Jahren auferstanden ist. Dass wir nicht feiern, dass er uns in vielleicht 2000 Jahren auferwecken wird. Sondern dass wir feiern, dass er heute im Hier und Jetzt lebt, in unserem Herzen. Und wir werden jetzt 2 Minuten haben, wo wir nochmal darüber nachdenken, was es bedeutet, dass Jesus im Hier und Jetzt der auferstanden ist. Und als Inspiration werden wir jetzt die Antworten zeigen, ja, die Geschwister aus der Gemeinde über Slido eingegeben haben. Dass ihr einfach euch mitfiebern könnt auf Jesus, der hier und jetzt lebt. Ich will noch einmal zum Abschluss mit uns beten. Jesus, ich danke dir, dass du der Auferstandene bist, dass du uns eine Ewigkeit im Himmel verheißt und dass du unser Leben im Hier und Jetzt prägen, verändern möchtest, dass wir ein Leben im Überfluss leben können. Und du siehst unseren persönlichen Lazarus, ja, der uns vielleicht hindert, dieses Leben in der Fülle schon im Hier und Jetzt zu leben und der uns daran hindert, auf die Ewigkeit zu hoffen. Und ich möchte dich bitten, dass du uns berührst, dass auch wenn wir jetzt im Lobpreis dich anbeten, du zu unserem Herz sprichst und unser Lazarus auferwächst, dass wir Leben in Fülle haben können. Amen.